Im oberbayerischen Lenggries sind heute Morgen 43 Menschen in einer defekten Seilbahn eingeschlossen gewesen. Nach dem Ausfall der Bahn konnten sie nach 2,5 Stunden von der Bergwacht aus den Gondeln befreit werden. Verletzt wurde niemand. Zwei ineinander verkeilte Gondeln hatten die Bergbahn am Brauneck zum Stillstand gebracht. Die Fahrgäste steckten in der Vierergondel bei Eiseskälte bis zu 70 Meter über dem Boden fest. Die genaue Ursache für die Panne wird noch untersucht. An der Geschichte der beiden Brüder mit dem wohl ausgeprägtesten Bergsteigergehen, der Gebrüder Messner, klebt mittlerweile ein ähnlich großer Mythos wie an dem Berg selbst, den Reinhold und Günther vor 40 Jahren gemeinsam bezwangen. Die Besteigung des Nanga Parbat war nicht nur ein erster Höhepunkt in der steilen Karriere zumindest des einen Bruders, sondern zugleich auch ihr Tiefpunkt, denn der andere Bruder kam dabei ums Leben. Über die Umstände des Todes wurde jahrelang öffentlichkeitswirksam gestritten, in Prozessen, in Büchern. Und ab Donnerstag gibt es nun auch den ersten Film zur Tragödie. Doch wer sich von Nanga Parbat nun eine Annäherung an die Wahrheit erhofft, der bekommt vor allem eins, den Gipfel der Gefühligkeit. Mythos soll eben Mythos bleiben. Klaus Lesche. Die Messner-Brüder sind eine enge Seilschaft. Seit den Kindertagen klettern sie erst in den Dolomiten, dann im Himalaya. 1970 erreichen sie das Ziel ihrer Träume, den Nanga Parbat. Doch nur Reinhold wird den 8000er lebend verlassen. Josef Filzmeier hat die Geschichte der Brüder verfilmt und Messner hat ihn dazu angestiftet. Dann haben wir uns, wir 13 Mann von der Expedition, haben wir uns in seine Hände begeben, aber nur bergsteigerisch. Also nicht, dass wir gesagt haben, wir pfeifen nach seiner Tanzen oder pfeifen nach seiner Dinge. Und das war von Anfang an klar. Dennoch erzählt Nanga Parbat Reinhold Messners Version der tragischen Ereignisse. Allein wagt er einen Vorstoß zum Gipfel, andere Bergsteiger sollen ihn absichern. Bruder Günther aber klettert ihm nach, missachtet alle Absprachen. 600 Meter in 4 Stunden in dieser Höhe. Bist du wahnsinnig? Nicht schlimm. Hast du gespurt? Ist das einer dabei? Beide schaffen es noch zum Gipfel, doch der völlig entkräftete Günther Messner stirbt beim Abstieg vom Nanga Parbat. Reinhold vermutet, dass er von einer Lawine begraben wurde. Hätte Günther Messner gerettet werden können durch seinen Bruder oder andere Bergsteiger? Diese Frage löst einen erbitterten Streit mit Expeditionsleiter Herrlich Kuffer aus. Es soll nicht meine Aufgabe sein, zu prüfen, wie viel Schuld Reinhold Messner auf sich geladen hat. Diese Bürde wird er tragen müssen bis ans Ende seiner Tage. Was Dr. Karl-Maria Herlikoffer hier behauptet, ist nicht die Wahrheit. Dialoge und Dramaturgie bleiben oft so dünn wie die Luft im Himalaya. Nur selten lässt der Film ahnen, warum der Tod von Günther Messner die Welt der Bergsteiger bis heute bewegt und entzweit. Am Nanga Parbat ist damals auch Max von Kienlin dabei. Einst war er eng mit Reinhold Messner befreundet, doch das ist lange her. Kienlin gibt ihm keine Mitschuld am Tod des Bruders, doch Messners Aussagen über andere Expeditionsteilnehmer empören ihn. Mein Vorwurf ist der, dass er dann im Tal ohne Halluzination, ohne irgendwelche sonstigen Mängel und ohne jeden Grund seine Kameraden, die nichts anderes getan hatten, als ihm zu helfen in jeder Situation, angegriffen und beschuldigt hat. Ich bin ganz überzeugt davon, dass der ganze Streit nur darauf zurückzuführen ist, von Anfang an, Herlikoffer und die späteren Anreger dieses Streites, dass sie ein schlechtes Gewissen hatten, das sie eben nicht gesucht haben. Ich werfe ihnen das nicht vor. Ich verstehe das vollkommen. Ich wäre vermutlich auch, wenn zwei andere verschwunden wären, früher oder später nach Hause gefahren. Vor 5 Jahren wurden Leichenteile Günther Messners am Nanga Parbat gefunden. Doch wie er starb, kann auch der Film nicht klären. Ab Donnerstag im Kino und eine ausführliche Dokumentation über die Tragödie am Nanga Parbat gibt es am kommenden Montag um 21 Uhr im Ersten. Die dazu passenden bitterkalten Temperaturen der kommenden Tage präsentiert Ihnen jetzt Claudia Kleinert und Gabi Bauer erwartet Sie im Nachtmagazin um 0 Uhr. Ihnen einen schönen Abend, bis morgen.